Hallo liebe YouTube-Welt, grüßt euch meine Twitch-Freunde. Heute gehen wir mal wieder auf einen Tweet von Ixa ein, wo ein Gedankenspiel zu einem neuen Modus oder einer neuen kleinen Veränderung im Standard für ein paar Wochen besprochen und diskutiert wird, nämlich Dual-Class oder Triple-Class-Stacks. Ja, spannende Geschichte. Wir sehen uns gleich. Hoho, da sind wir also. Ja, also ich hier, Xa Twitter, ne? Unser Hearthstone-Chef macht es ja. Wir haben schon mal sowas diskutiert. Es ging da einmal ums Bannen, also einmal um einen Modus, wo man halt eine Klasse bannen kann. Haben wir schon mal besprochen. Und wir haben noch eine Sache besprochen, die mir gerade gar nicht einfällt. Aber ja, er macht es in letzter Zeit öfter mal so Dinge durchsprechen. Finde ich auf jeden Fall immer spannend. Tell me what you think in the comments. For 1 month, you can build dual or three class decks with the following rules. Also für einen Monat könnt ihr dual oder three class decks bauen, also Doppelclass oder Dreifachklassen decks mit folgenden Regeln. Also entweder ein ganz normales Deck, 30 Karten. Dual class decks würden aus 40 Karten bestehen, zwei Klassen, keine Doppelten, und Dreifach-Klassendecks würden aus 50 Karten bestehen, auch keine Doppelten. Ja, und die Heldenfähigkeit, das sagt er glaube ich hier unten. Genau, Heldenfähigkeit könnt ihr eine wählen, also eine Heldenfähigkeit aus den Doppelklassen. Also wenn ihr ein Doppelklassendeck habt, eine von den beiden Klassen. Wenn ihr ein Triple-Klassendeck habt, eine von den drei Klassen, könnt ihr die Heldenfähigkeit frei wählen. Und absolut problematische Karten, wo man von vornherein weiß, okay, diese Karte, damit wird das nicht funktionieren, die würden halt gebannt werden, welche Karten das auch immer sind. Ich denke, da gibt es wahrscheinlich ein paar, aber da wüsste ich jetzt auch nicht welche. Er macht hier Bloodbloom als Beispiel, ich glaube, es ist eine Warlock-Karte. Er ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich finde diese Ideen ja per se immer gut. Also, alle Dinge, die Hearthstone eventuell mal irgendwie ein bisschen verändern und aus dem normalen Trott rauskommen. Natürlich gibt es Battlegrounds, natürlich gibt es jetzt Mercenaries, aber das sind ja komplett neue Spielmodi, also ganz, ganz neue. Aber insofern, ich meine Sachen, die auf dem normalen Hearthstone beruhen und da halt Veränderungen schaffen, das finde ich immer gut. Insofern finde ich auch diese Idee super spannend. Super spannend finde ich auch halt, dass es Highlander-Decks sind. Also die Idee würde mir nicht gefallen, wenn man von vornherein sagen würde, du darfst auch Doppelte spielen. Weil dann würden die Dual-Class-Decks würden dann so aussehen, denke ich. Du spielst 35 Karten oder 30 Karten von einer Klasse und pickst dir dann die Rosinen raus, die halt dein OTK-Combo-Deck ausmachen von der zweiten Klasse. Oder sagen wir mal, es wäre ein 30-Karten-Deck, dann würdest du 27 Karten, würdest du, sagen wir mal, Schurke spielen. Und drei Karten wären dann Magier oder drei Karten wären Priester. Und dann würdest du genau die Rosinen rauspicken, die du perfekt brauchst, um halt dieses Ultra-Broken-Deck zu bauen. So würde es ja funktionieren. Das heißt, wenn du diese Dual-Klassen-Geschichte oder diese Dreifach-Klassen-Geschichte durchziehst, sagt er ja auch so, dann musst du keine Duplicates zulassen, damit du jede Karte nur einmal spielen kannst. Denn dadurch denke ich, dass diese unfassbar unfairen Combo-Decks dürften dadurch zum Großteil abgeschwächt werden. Du darfst nur einmal Feuerball spielen, du darfst nur einmal Ausweiden spielen, du darfst nur einmal. Also jede super OP-Karte, die man normalerweise spielen würde, darf man nur einmal spielen. Und dadurch kommen normalerweise Decks zustande, die nicht unbedingt super Combo oder super OTK sind. Was ja, wenn du zwei Klassen zusammenschmeißt, noch viel eher der Fall ist. Und ich gehe auch davon aus, dass auch ohne Duplikate würden bei diesen Dual-Klassen-Decks oder Dreifach-Klassen-Decks würden bestimmt OTK-Decks oder Combo-Decks bei rumkommen. Ich denke, da kann man trotzdem was machen. Aber mit Duplicates wäre es halt unmöglich. Also diese Regel mit den keinen Duplikate ist auf jeden Fall notwendig. Insofern, ich würde es deswegen cool finden, weil es zum einen Standard einfach mal verändert wieder. Und zum zweiten würde ich es cool finden, weil ich Highlander-Decks immer geliebt habe. Also Highlander-Decks sind super. Wenn du immer nur eine Karte reinschmeißen kannst, dann hast du so viel mehr Kreativität in der Deckwahl. Du musst Karten spielen, die du sonst nicht spielen würdest, weil sie vielleicht nicht ganz so gut sind, aber du musst ja irgendwie das Deck voll bekommen. Also alleine schon auf dieser Grund dann keine Duplikatregel, finde ich das eine coole Sache. Wie immer finde ich, also die Frage ist ja, wie sie es machen. Wenn es ein eigener Modus wäre oder wenn es nebenher laufen würde, dann können sie es auch für 4 Wochen laufen lassen, natürlich. Wenn es aber heißt, dass Standard ganz normal nicht mehr spielbar ist,
dann finde ich 4 Wochen ein bisschen lang, denn 4 Wochen für etwas, was vielleicht völlig in die Hose geht, weil das kann ja sein. Es kann ja sein, dass das absolut null Spaß macht. Es kann sein, dass es absolut nicht funktioniert, dass alles broken ist. Vielleicht ist es so. Dann ist 4 Wochen lang. Eine Woche ist okay, du testest es die ersten ein, zwei Tage, dann kommen nach 3, 4 Tagen kommen die OP in Superdecks und nach 7 Tagen hast du keinen Bock mehr und dann ist okay. Oder wenn es dann 2 Wochen ist, wäre auch okay. Aber 4 Wochen können lang werden. Deswegen, also ich kann natürlich nachvollziehen, wenn sie diesen Modus machen oder wenn sie das mal testen würden, dass das alles Arbeit bedeutet und wenn du dann diese Arbeit nach 2 Wochen wegschmeißt, dass sich das vielleicht nicht lohnt, das kann sein. Aber ich denke, 2 Wochen wäre ein besserer Testzeitraum. Es geht ja nicht darum, dass wir jetzt sagen, das muss jetzt passieren, das ist geil, das verbessert alles, sondern kann man sich das vorstellen, könnte das Spaß machen und testen wir es mal. Und testen bin ich sofort dabei. 4 Wochen ist dann natürlich ein bisschen lange. Und die Frage, die ich mir jetzt noch stelle, heißt es, dass das alles geht? Also ich kann ein normales Deck spielen, ich kann 40 Karten spielen oder ich kann 50 Karten spielen. Also soll das gleichzeitig funktionieren? Weil da wäre ich auch kein Fan von. Also entweder alle müssen Dual-Class-Decks bauen und alle müssen 40 Karten im Deck haben und alle müssen keine Duplikate spielen. Weil ganz ehrlich, was habe ich davon, wenn ich mir ein total witziges Dual-Class-Deck baue und mein Gegner spielt Questmage? Und das ist halt gut vielleicht. Also das ist vielleicht besser als die Dual-Class-Decks. Ja, oder ich spiele ein total cooles 50-Karten-Triple-Class-Deck und mein Gegner spielt Erdrosseln-Schurke und tötet mich Turn 8. Das ist, also insofern, wenn sie das machen, dann müssen entweder alle Dual-Class und 40 Karten oder alle müssen Triple-Class und 50 Karten, also dass es alle tun müssen. Wenn das zusammengeschmissen wird mit normalen Decks, da wäre ich dann glaube ich, kein Fan von, weil das könnte dann bedeuten, dass. Ja, also entweder sind die Single-Class-Decks viel, viel besser, okay, dann würden Leute einfach weiterhin Questmage spielen. Oder die Dual- und Triple-Class-Decks wären wirklich so stark, dass keiner mehr die Single-Class-Decks spielen müsste, okay, dann wäre das Problem behoben, aber das müsste ja gar nicht erst aufkommen. Also man sollte das auf jeden Fall davon trennen, finde ich. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass du kannst es halt niemals balancen. Du kannst also, selbst wenn es so einen Modus geben würde, oder selbst wenn es einmal im Jahr passieren würde, du dürftest halt niemals danach balancen. Also, es ist ja so schon schwierig. Das Balance ist ja so schon schwierig. Und ob jetzt ein Add-on im April, August oder Dezember rauskommt, du dürftest die Karten niemals danach gestalten. Ja, aber du kannst ja ein Dual-Class-Deck damit bauen oder du kannst ein Triple-Class-Deck damit bauen. Das geht halt nicht. Du kannst null darauf achten. Insofern ist es komplett, kann es natürlich komplett absolut broken sein. Insofern die einzige Sache, die brokenige Brokenheit eventuell bremst, sind die keine Duplikate. Deswegen sage ich ja, dass das auch unbedingt sein muss. Aber das ist halt das Einzige, was eventuell dazu beiträgt, dass die Decks nicht ganz so super stark sind. Aber ja, das ist der größte Knackpunkt. Sind die Decks unfassbar stark oder sind sie gar nicht so stark, weil keine Duplikate und weil 40 oder 50 Karten? Ihr müsst bedenken, wenn ihr 40 oder 50 Karten im Deck habt, dann zieht ihr diese spezielle eine Karte viel, viel seltener. Also vielleicht sind die Decks tatsächlich nicht so gut. Also wie auch immer, ich finde die Idee super interessant. Ich finde es das interessant, dass sie diese Ideen aufstellen. Die Frage ist natürlich, also natürlich sind es erstmal Diskussionen auf Twitter. Das heißt, die kann man immer führen. Die Frage ist natürlich jetzt, wenn wir so 30 Diskussionen führen, kommt irgendwann in 2, 3 Jahren vielleicht wirklich mal so ein Ding zum Einsatz. Wenn es nie passiert, dann wäre es auch irgendwie schade, dass natürlich nicht jede Diskussion zu einem Modus führt und nicht jede Diskussion führt zu etwas, was wirklich passiert. Das ist ja, denke ich, klar. Aber wenn es hin und wieder mal irgendwann. Ich meine, das letzte Mal haben wir halt darüber gesprochen, dass eine Klasse gebannt werden kann. Und ich finde, dass man eine Klasse mal bannt und dass man das mal für 2, 3, 4 Wochen testet, ich glaube, das ist ja auch nichts, was man nicht machen kann. Das kann man auf jeden Fall mal machen. Und ich hoffe, das passiert irgendwann vielleicht wirklich mal. Das ist jetzt schon was Verrückteres. Ich meine, das hier könnte man auch einfach im Brawl machen. Also man könnte dann, aber ich meine, das Problem ist, wenn du das hier im Brawl machst, dann fehlt wieder ein bisschen das Competitive. Ich bin kein Tryhard und ich bin kein Super Pro. Ich bin immer Rang 7000, 8000, 10.000, 20.000 Legend. Trotzdem hat man eine Zahl und man steigt nach oben oder nach unten. Wenn das nicht wäre, selbst wenn ich nur Rang 20.000 bin, dann fehlt mir immer so ein bisschen die Motivation. Also einfach nur Brawl spielen für den Spaß. Das klingt jetzt wieder doof, man spielt für den Spaß. Ja, macht man eigentlich. Aber so ein bisschen hoch und runter würde ich halt schon gerne sehen. Also wenn es einfach nur im Brawl-Modus wäre, dann würde es mich schon wieder nicht so packen. Ich bräuchte das schon irgendwie auf einer Ladder. Ja, und ob sie, glaube jetzt nicht, dass. Also ich meine, aber ich meine, Modus, Dual-Class-Modus, nur mit Highlander-Karten, also nur Highlander-Decks,
Fände ich schon irgendwie cool. Die Idee klingt super lustig. Ich glaube halt, ja, das wäre wahrscheinlich total unbalanced und vielleicht ist es total unlustig. Aber spaßig finde ich es. Naja, wie auch immer. Wie seht ihr das? Das ist das Wichtige, das ist ein Diskussionsthema. Hättet ihr da Spaß dran? Glaubt ihr, dass es total broken ist? Oder glaubt ihr, dass es gar nicht so broken ist wegen den 40 Karten, den kein, und den Nicht-Duplikaten, Nicht-Doppelklassen, Nicht-Doppelkarten? Wow, das war schwierig, Tim. Ja, also es ist ja immer ein sehr, sehr spannendes Thema, finde ich. Es gibt, also das meine ich aber immer, es gibt so viele Dinge, die man in Hearthstone theoretisch machen kann. Es ist ein Kartenspiel, es ist ein Online-Kartenspiel, da ist es unfassbar viele Möglichkeiten. Und wenn man dann bedenkt, dass sich in den letzten 7 Jahren im Classic-Modus, also im normalen Hearthstone, eigentlich nicht viel geändert hat, bis auf ein paar Keywords, ja, kann man da eigentlich ein bisschen kreativer sein, finde ich. Na gut, damit lasse ich euch jetzt nachdenken, wie ihr das findet und hoffe, dass ich einiges an Feedback bekomme. Wie gesagt, wir sehen uns. Morgen denke ich zum ersten kleinen Fazit zum Patch. Also der Patch ist jetzt ja da. Heute spiele ich nochmal 6-7 Stunden. Dann kann ich, habe ich morgen habe ich dann 20 Stunden gespielt. Dann kann ich sagen, wie ich den Patch finde, beziehungsweise so das ist der erste Eindruck. Und am Sonntag, wie gesagt, dann unser großes Mercenaries Giveaway starten. Also bleibt dabei. Wir sehen uns. Bleibt gesund. Hallo, vielen, vielen Dank, dass du Bye. bis zum Ende durchgehalten hast und mir deine Zeit geschenkt hast. Ich hoffe, du wurdest gut unterhalten, informiert und im Bestfall natürlich beides. Das Schönste wäre, wenn wir uns natürlich zum nächsten Video wiedersehen, um das zu gewährleisten. Am besten den Abo-Button drücken, der jetzt hier erscheinen müsste. Und zusätzlich unterstützt du damit natürlich auch noch diesen Kanal und gibst mir ganz viel Motivation, dass ich hier noch lange, lange weitermache. Und unsere kleine Familie hier noch wächst und wächst. Social Media habe ich auch, Twitter, Instagram darf gerne auch vorbeigeschaut werden und würde ich mich freuen. Ansonsten bleibt mir noch zu sagen, bleibt gesund. Bis zum nächsten Video hier auf YouTube oder zum nächsten Stream auf Twitch. Ich freue mich, wenn wir uns da irgendwie sehen und ja, bis dann, Freunde.